Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Survive. Wir befinden uns immer noch im Kampf. Was ist das? Ein Machtkristall. Na, können wir bestimmt gebrauchen. Immer nah beim Professor bleiben. So. Dann. Critical. Peter, man kommt echt nicht weit, ne? Professor, ihr könntet vielleicht mal aufhören, zu weit vorzulaufen. Oha. Tut man ja alles nur, um dafür zu sorgen, dass der Professor geheilt bleibt. Und magisches Feuer. Okay, blöde Position, ich dachte, egal. Dann. Ich hab noch 37. Das reicht. Ich kann von dieser erhöhten Position aus nichts machen. Ja.
Überlass das nur mir. Überlass das nur Labramon. Eigentlich kann ich... Hab dich! Was bist du? Fort. Perfekt. Die SP erhöhen sich auch ganz gut. Machtkristall, großes Pflaster, Energiesamen und kleines Grillgut. Das kleine Grillgut ist ganz gut. Wäre schön, wenn ich mehr davon kriegen würde. Ich habe mich nicht mehr davon kriegen würde. とにかく水も食べ物もありません。敵もアグモンたちが追い払ったし。アグ？あ、大丈夫です。アグモンはその。そう。僕は。もちろん、俺もです。私も私も。キュッキュー。そうか。 ようやくやはりそうなのか。やはり獣神はやはり実在したという。いや、まだ早がてんはいかんな。確かな検証を重ね。いっそ夢ならよかったのによ。この後でも大丈夫だよ。こいつらみんな味方だし。うん。私もいろいろあったからな。まだ 頭の中何かを思い出したような、いや、思い出せない、脳に霧がかかっているような感覚。霧？霧？そう、あれって危険なんだ。そうか、やはり、あれが精神に何か、君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いている。俺はそうでもねえし。さあ、教授、 お水をどうぞ。しばらく休んだら校舎に行きましょう。そうか。あ、校舎。そうか。あ、いけない。え？どうかし。これが夢ではなかったのなら、あの子たちは無事に、あの怪物から逃げ切れたのだ。こうしてはおられん。サキ君とシュウジ君を助けねば。あ、教授、しっかり、大丈夫？無理をするな。 動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、今はどこにいるのかまでは。教授もこんなボロボロのフラフラだし、相当おくし。みんな、俺は反対ですよね。じゃあここで、だから俺一人置いていく気かよ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ、 二人とも。
Definitiv. Okay, jetzt kommt wieder Erkundung. Okay, jetzt haben wir hier. Ich würde interessieren, ob ich jetzt noch ein bisschen was von diesen Schriften finde. Hier gibt es wohl keine Hinweise. Auf jeden Fall ist da was. Pflaster! Ist ja doch gut, dass ich hier nochmal hergegangen bin. Okay, dann gehe ich nochmal zum inneren Schreineingang. Das überlassen wir mir, ob es hier Hinweise gibt oder nicht. Lieber noch mal mit dem Handy nach. Und letztes Mal haben wir ja auch was entdeckt. Irgendetwas hinter dem Fenster. Sieht nach einer Höhle aus. Aber ich komme da absolut nicht rein. Schade. Na gut, dann gehen wir halt zum Schrein. Soll ich mir anhören, was der Professor zu sagen hat? Ja, bestimmt hat der Professor was zu sagen. Labramon. Guck mal, was die anderen zu sagen haben, bevor ich den übe. Danke, dass du mir geholfen hast. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Wenn es hart auf hart kommt, hätte das doch jeder gemacht. Und Labramon war auch echt stark. Aber er ist zu bescheiden. Aui. Und Labrador, zusammen seid ihr der Hammer. Ohne euch wäre ich verloren. Hör auf. Das ist mir peinlich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Sag nicht sowas, Aoi. Wir müssen uns auf die Suche nach Saki und den anderen konzentrieren. Auf jeden Fall hat er was Wichtiges. Zum Glück geht es dem Professor gut. Ja, wobei es gut wohl nicht ganz betrifft. Wir wissen, dass Saki und Jiuchi da draußen sind. Wir müssen sie nur noch finden. Ja, zeigen wir es ihnen. Alles okay? Der Professor bemüht sich, auf die Beine zu kommen. Er will unbedingt Saki finden. Bitte machen Sie langsam, Professor. Sind Sie in Ordnung? Einige Verletzungen sind schwer. Sie müssen sich schonen. Wir müssen uns um die beiden sorgen. Nicht um mich. Wir müssen ihnen helfen. Wir suchen sie auch. Aber wir können sie nirgends finden. In dem Fall dürften Sie mal sehen. Hier irgendwo habe ich Saki und Chuchi aus den Augen verloren. Es war irgendwo in diesem Wald. Aha. Professor, alles in Ordnung? Ja,
Mir geht es gut. Mein Gedächtnis ist bloß etwas durcheinander. Hier irgendwo wurden wir überfallen und getrennt. Hey, Takuma, sind das da drüben Fußspuren? Hm, wo? Da drüben im Gras. Wie hast du die gefunden? Ich sehe keine. Ich glaube, ich sehe sie. Ich auch. Aber das ist eher so ein Gefühl. Tut mir leid, ich habe sie durch meine Handykamera gesehen. Siehst du? Das ist von hier etwas schwer zu sehen. Zoom doch mal ran. Ich sehe die Fußspuren ganz klar auf Minoros Bildschirm. Ich schaue auch mal durch meine Kamera. Da sind Fußspuren. Tatsächlich, absolut. Oder? Wo führen die Fußspuren hin? In den Spindilienwald. Sind auf jeden Fall Fußspuren. Dann sollten wir auf jeden Fall. Spinnlinienwald. Auch wenn es gefährlich wird. Ich muss sie von diesen Viechern retten, ob nun Kimonogami oder nicht. Ich bin allein gegangen, um die beiden abzulenken. Schön, dass sie es heil geschafft haben. Vielleicht ist Heil etwas übertrieben. Neben dem Wesen, die mich angegriffen haben, gab es da eins, das versucht hat, mich zu retten. Huh, dann gibt es außer Falkomon, Agumon und den anderen noch mehr Hilfsbereite. Ja, wir sind nicht alle böse. Gut. Oder schlecht, ist eine Sache. Angriffslustige und friedliche Monster kann ich aber unterscheiden. Was meint er mit friedliche? Die Verbündeten, die zu allen freundlich sind. Ich bin Aois Freundliche. Ich bin freundlich zu ihr. Ihnen verdanke ich zwar mein Entkommen, aber ich glaube, sie sind schon. Ich mache mir um alle Sorgen, nicht nur um den Professor und die anderen. Es geht Ihnen sicher gut. Machen Sie sich keinen Kopf. Danke. Aber ich verstehe schon, diese Realität ist grausam. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Hier sind auch Fußspuren. Irgendwas stimmt hier nicht. Was denn? Schau mal durch die Kamera. Da und da. Die Fußspuren führen in verschiedene Richtungen. Ja, stimmt. Aber welchen sollen wir folgen? Das ist bestimmt eine Falle von diesem Kimonogami, der uns überfallen hat. Das Vieh ist verdammt listig und stark. Seid vorsichtig. Dann ist die Einrichtung eine Falle. Sie sind wieder da. Da führen Spuren in den Spinnenlilienwald. Folgen wir ihnen? Alles klar. Die Fußspuren führen in den Wald in der Nähe des Schreins. Lasst uns mal nachschauen. Alles klar. Also wir haben zwei Orte. Wald nahe des Schreins freigeschaltet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Wald. In der Nähe des Schreins.
Zuletzt habe ich sie irgendwo hier in der Gegend gesehen. Naja, hier waren wir an sich ja noch gar nicht, ne? Sind Sie sicher? Ich dachte, das wäre es, aber... Und trotzdem erkenne ich rein gar nichts wieder. Rein gar nichts? Als ob wir in einer Parallelwelt gefangen wären. Da menschliche Fußspuren... Sie sind kleiner als Aois. Die anderen hier sind größer als Takumas. Sie führen dort entlang. Ihr Gefühl war richtig. Ich wusste doch, dass Sie das schaffen, Professor. Ich kenne mich hier zwar nicht aus, aber ich habe immer noch mein Fachwissen. Das beweist, dass mein Orientierungssinn und meine Wahrnehmung nicht beeinträchtigt sind. Da drüben sind riesige Fußspuren. Sieht aus, als würden die den menschlichen Abdrücken folgen. Das ist gar nicht gut. Freund oder Feind? Anhand der von Fußspuren ist das nicht schwer zu erkennen. Es ist zwar schwer zu erklären, aber ich kann sie irgendwie an ihrer Aura oder ihrem Geruch erkennen. Manche sind allerdings schlau und verwischen ihre Spuren. Junge, ganz schön viele Möglichkeiten, was? Zumindest wissen wir, dass sie von etwas Bösem verfolgt werden. Wir sollten uns versputen. Absolut. Vielleicht sollten wir uns aber auch nicht nur nach Hinweisen umschauen, sondern auch umhören. Ja, irgendwas ist ganz nah. Du machst mir Angst. Ach ja, Professor. Sie haben da etwas erwähnt, bevor wir in den Wald gelandet sind. Von einem rituellen Menschenopfer, nicht wahr? Eine unschöne Geschichte. Aber man sollte doch meinen, dass die dafür etwas von den Kimonogami bekommen haben, oder? Die Moral ändert sich im Laufe der Zeit. Wir dürfen die alten Bräuche nicht verurteilen. Aber als modernes Individuum erscheint es mir abstoßend, Kinder zu opfern. Jawohl. Ja, voll und ganz Ihrer Meinung. Wen interessiert das bitte? Menschenopfer könnte es sein. Hast du was gesagt? Nichts, vergiss es. Jedenfalls sollten wir diesen unschönen aussehenden Spuren folgen, wenn wir die anderen finden wollen. Auf geht's, Leute, und passt gut auf. Ihr Verdammten. Was? Seid ihr etwa taub? Hey, sind das schon wieder diese Bösen? Das kam tief aus dem Wald. Das könnten Saki und die anderen sein. Los! Oh, ich höre schon Kackmusik. Oh, sieh mal an. Grubbermons. Oh, hey, wer ist da? Ach, du bist... Du bist dieser alte Mensch. Professor, kennen Sie die? Das ist das Kind, das sich um mich gekümmert hat, als ich wieder zu mir gekommen bin. Du siehst schon viel besser aus. Hurra! Aber es liegt trotzdem einiges am Argen. Wir nehmen es mit allen auf. Wer auch immer uns in die Quere kommt, ich mache alles fertig. Richtig zum Takuma, packen wir es an. Was mit denen? Sind die wirklich gefährlich? Definitiv, glaub mir. So,
Ich habe genau 5 zur Auswahl. Na dann. Na gut, ich habe 6 zur Auswahl. Hinter uns habe ich keine, ne? Damit ich die Gummermann heilen kann. Wenn es hart auf hart kommt. Ey, das funktioniert so aber nicht, mein Freund. Da. Dankeschön. Du magst dich zwar schützen. Aber das bringt dir nichts. Ich liebe es, wenn ich sie digitieren lassen kann. Schau. Mal schauen, was wir da denn drin haben. Ein großes Wasser, nicht schlecht. Okay. Dann werden wir auch Agumon digitieren lassen. Perfekt. Warte mal, nee, wenn, dann muss ich dich direkt davor. Mhm.
Perfekt. Daneben. Du traust dich ja was. Na warte. Dankeschön. Oh, aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder um. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Daumen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar da lassen. Würde mich riesig darüber freuen. Wenn euch die Videos gefallen, gerne ein Abo da lassen. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist die Playlist zu Digimon Survive. Nun, bist du einfach verwirrt? Anscheinend. Egal. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.